Die Heilige Schrift. Erzählt von einem, der sie gelesen hat. In 20 Sekunden. Wenzel Storch präsentiert Der Glanz dieser Tage. Kommen Sie, machen Sie Urlaub vom Filmalltag. Lassen Sie sich entführen in die wunderbare Welt des Katholizismus. Die religiösen Spiele blutjunger Ministranten, nie gesehene Praktiken des Glaubens. Ein großes Thema, verfilmt von einem kleinen Regisseur. Ein Film, wie ihn selbst der liebe Gott nicht besser hingekriegt hätte. Der Glanz dieser Tage. Und Frau Hüld packend hautnah erzählt, Sie müssten es mit eigenen Augen und Ohren erlebt haben. Blut, Hass und Nächstenliebe, Porno, Predigten und Verfolgungsjagden. Der Funke des Glaubens wird Ihnen förmlich aus der Leinwand entgegenspringen. Nach diesem Film werden Sie Ihre Kirchensteuer wieder pünktlich bezahlen. Der Glanz dieser Tage. Die größte Popelsammlung der Welt. Bildschöne Nonnen, erregende Kochrezepte und delikate Beichtgeheimnisse. Haarsträubend, unterhaltsam, belehrend und bekehrend. Nach diesem Film wurde auch Buddha katholisch. Schonungslos, offen, absolut schockierend und total beknackt. Sie lachen sich den Ast, bis ihnen der Messwein aus der Nase läuft. Der Glanz dieser Tage. Ein überwältigendes Monumentalepos, das Sie aus dem Kinosessel reißen wird. Besuchen Sie dieses Spektakel demnächst auch in Ihrem Kino und beten Sie, dass Sie noch eine Eintrittskarte bekommen. Denn nach Besuch dieses Films werden auch Sie sagen, ich kann wieder glauben, ich glaube, ich spinne.